Die Aktie des Kabelanbieters und Telekommunikationsanbieters Telekolumbus, den Sie wahrscheinlich so direkt nicht kennen, es wird unter einer anderen Handelsmarke vermarktet, besonders stark sind die übrigens in Berlin, ist in den letzten Wochen massiv unter Druck geraten. Standen wir am Februar dieses Jahres noch bei 9,70 Euro und knapp darüber, haben wir jetzt aktuell in der Spitze Kurse bis unter 7,80 Euro gesehen. Der Wert befindet sich momentan noch im freien Fall. Eine erste Möglichkeit für ein ganz vorsichtiges, sehr kleines Abstauberlimit, sehr klein ist die Positionsgröße gemeint, liegt hier im Bereich 7,70 Euro. Hier hatte die Aktie im Februar 2017 ein Zwischentief ausgebildet, um danach eine massive Rallye zu starten. Allerdings sollte dann hier auch ein sehr enger Stop von 7,50 Euro gewählt werden. Denn die nächste Haltezone liegt erst im Bereich um 7 Euro. Konkret, ganz mutige, ganz spekulative Investoren, die ihre Stops aber auch einhalten konsequent, können versuchen, im Bereich 7,70 Euro bis 7,80 Euro mit einem Abstauberlimit zum Zuge zu kommen. Allerdings bitte mit engem Stop bei 7,50 Euro das Risiko sehr, sehr gering halten. Mehr kann man im Moment zu diesem Wert nicht sagen. Fundamental gibt es eben halt Probleme mit dem Einbinden alter Kabelnetzbetreiber, die man übernommen hat, wie zum Beispiel Primacom. Dann eben halt die Anleihe. Eigentlich sollte man die Aktie auspendeln lassen, wenn man konservativer unterwegs ist. Meine Handelsidee bezog sich jetzt rein auf den spekulativen Investor, der aber bitte auch den Stop von 7,50 Euro konsequent einhält.